Hallo zusammen. Heute steigen wir in den Bereich neuronale Netze ein, aber ganz langsam. Wir gehen so ein bisschen beinahe historisch vor. Und da kann man sehr weit zurück starten, nämlich so in den 1940ern des letzten Jahrhunderts. Ich gehe mit Ihnen das erst ein bisschen an so einem Zeitstrahl durch. Ich werde die neuronalen Netze nicht zu sehr, aber doch primär mathematisch motivieren und weniger durch die Analogie zum Gehirn. Ein Grund ist, es wird sehr häufig gerne, weil es für die Story irgendwie toll ist, diese Idee, Neuronen wie im Gehirn, Neuronen nachgebildet gebracht. Wir machen das am Anfang auch ein bisschen, aber seien wir ehrlich, das taugt als Erklärungsansatz nicht. Erstens, selbst Leute, die sich gut damit beschäftigen, haben das menschliche Gehirn noch nicht wirklich verstanden. Das heißt, wir können nicht erklären, das funktioniert so, weil es so im menschlichen Gehirn funktioniert. Denn wir wissen ja gar nicht, wie es genau im menschlichen Gehirn funktioniert. Und es ist eigentlich mehr etwas, wo man sagen kann, das ist ein Startimpuls, um auf eine Idee zu kommen, um zu zeigen, dass etwas funktioniert, wie es funktioniert und wo die Grenzen sind. Es ist besser, sich an der Mathematik festzuhalten, und zwar an dem Teil, wo es um Approximation von Funktionen geht. Okay. Fangen wir ein bisschen historisch an, gehen mal so einen Zeitstrahl entlang, sobald der Computer mich lässt. Da lässt er mich jetzt. Also man kann sagen, die ersten Verfahren haben wir zwar in dieser Veranstaltung nicht gemacht, aber die ersten, die man babyartig unter Machine Learning verstehen kann, die sind auch in manchen Papern durchaus akzeptiert. Die gehen sehr weit zurück, nur gab es da den Begriff noch nicht. Also tatsächlich sind lineare Modelle durchaus legitim, werden manchmal an gewissen Teilen von Verfahren auch immer noch benutzt und die gehen auf das Least-Squares-Verfahren von Gauss zurück. Punkt. Und das ist verdammt lange her. Natürlich war das kein Machine Learning, auch schon ohne Maschine schwierig. Das Erste, was eine taugliche Maschine wäre, wenn man mal so ein Gefühl hat, wäre von Konrad Zuse die Z3 vielleicht gewesen. Und etwa in der Zeit, ich sagte in den 40ern, kommen die ersten Pioniere und reden über neuronale Netze. Ich habe die Computer immer so ein bisschen daneben gesetzt, damit man ein Gefühl hat, wie schnell geht was und warum tut man gewisse Dinge nicht. Manchmal tut man sie halt nicht, weil es noch nicht funktioniert hat. Rein technisch, auch wenn man intellektuell schon auf die Idee gekommen ist. Diese Netze, die es in den 40ern gab, die hatten schon viele Eigenschaften der Netze, über die wir jetzt reden, wurden aber nicht in dem Sinne trainiert. Das heißt, die Leute haben sich selber Gedanken über die Gewichte gemacht und haben die quasi händisch justiert. Das ist halt ein großer Unterschied. Das können sie bei ganz kleinen Netzen teilweise machen. Wir werden das auch manchmal ein bisschen tun, um uns da ranzuarbeiten, zu verstehen, was eigentlich rauskommen sollte. Aber es ist natürlich kein aktuelles Verfahren. Dann, weil wir machen ja auch manchmal so ein bisschen Ausflug Richtung KI und dann gibt es ja immer die Frage, wann ist das eine künstliche Intelligenz? Und sie werden sehr häufig auf den Begriff des Turing-Tests kommen und ein Gefühl hat, wann der Mann gelebt hat. Das war in den 50ern, wo der diese Beiträge gemacht hat. Etwas später kommt ein Verfahren zum ersten Mal in seiner Urform, was Sie schon kennengelernt haben. Das ist der K-Nearest Neighbor, der ist aus den 50ern. Der ist natürlich immer noch ein bisschen verbessert worden, aber so ganz grob. Das, was wir heute machen, und zwar auch im Sinne der heutigen Begriffsbildung, ist Ende der 50er, Anfang der 60er aufgekommen, und zwar zusammen mit dem Lernen von Parametern von einem Mann namens Rosenblatt. Und das ist das Perzepton. Und dort wurden Parameter dann wirklich gelernt. Im Gegensatz zu hier, wo man sagen kann, ja, das ist ein Riesenunterschied in der Rechenleistung zu dem System, was jetzt da war. Das war bei weitem kein Personal Computer, der bei jemandem zu Hause rumgestanden hat und den jeder benutzen konnte. Aber das war schon mal Rechenleistung. Also da konnte man dann auch die Parameter eben lernen. Dann kommt ein anderes schönes, interessantes Verfahren, das ist K-Means, das lernen wir noch kennen in den 70ern. Und dann kommt was, was ich ein großes Missverständnis nennen würde. Gehen wir noch drauf ein. Es gibt von unter anderem Minsky ein Paper,
was das XOR-Problem thematisiert. Was darunter zu verstehen ist, lernen wir noch, aber es hat so ein bisschen den Schock mit ausgelöst, dass man nicht alles so elementar lernen kann, wie man sich das damals vorgestellt hat. Der Impact ist aber sicherlich überschätzt worden. Trotzdem gab es für die damalige Zeit, etwa bis hierhin, sehr viel Hoffnung in den Bereich künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Co. Und diese Hoffnung wurde dann etwas getrübt und es kam zum ersten sogenannten AI-Winter. Das heißt, Forschungsgelder sind wesentlich weniger geflossen und Leute mussten irgendwie sehen, wie sie finanziell mit dem Rücken an die Wand kommen, um ihre Forschung weiter zu betreiben. Das heißt aber in keinem Fall, dass in diesem Winter nicht völlig interessante Dinge entstanden sind. Zu einer der wichtigsten Innovationen, die wir auch benutzen werden im Rahmen des Kurses, sogar sehr viel, gehört die Backpropagation als Ansatz zum Training von, jetzt habe ich den Namen übermalt, von neuronalen Netzen. Das ist von 1975, das ist quasi mitten im AI-Winter. Ebenso gegen Schluss, aber daran haben die auch vorher schon gearbeitet, erstmals nichtlineare Probleme sinnvoll lernen. Damit man wieder ein Gefühl für die Rechenleistung hat. Etwa 1982 kam der gute alte Brotkasten raus, also der C64. Das war dann wirklich jetzt ein Heimcomputer, auf dem man zu Hause rechnen konnte. Und der heißt so, weil er 64K Hauptspeicher hatte. Das muss man sich wieder vor Augen halten, dass Dinge, mit denen wir heute rumasen an Ressourcen, damals nicht da waren. Wenn also jemand sagte, das geht nicht, das ist nicht möglich, das können wir nicht sinnvoll umsetzen, taten das die Leute vor dem historischen Kontext ihrer Rechenleistung und dessen, was sie erwarten konnten, was irgendwann einmal möglich war. 84 kommen dann die der CART-Algorithmus, den haben Sie schon kennengelernt, zum Lernen von Bäumen. Das hier waren jetzt mehr neuronale Netze, aber ich streue das andere ein, damit Sie ein Gefühl dafür haben. Rückbezügliche Netze sind von 86 so als erster Start. Das ist immer der Start. Das heißt nicht, dass man dann aufgehört hat. Wenn ich jetzt sagen würde, dass Carl Benz 1886, glaube ich, den ersten Wagen, also das erste Auto erfunden hat, dann heißt das ja nicht, dass seit 1886 nichts mehr im Bereich PKW passiert ist. Es gab ja durchaus vielleicht die ein oder andere Forschungsabteilung bei einem deutschen Automobilhersteller und nicht nur bei einem deutschen Automobilhersteller, um Gottes Willen. Also, das ist der Startimpuls und danach kommen im Rahmen der Algorithmen auch immer sehr viele Verbesserungen dazu, wie Parameter zu wählen sind, wie gewisse Teile der Algorithmen effizienter umgesetzt werden können und so weiter. Aber ab da geht's los. So für ein Gefühl. So. Hier auch 86 gibt es eine bemerkenswerte Arbeit über etwas, was wir nächste Einheit kennenlernen werden, nämlich mehrschichtige neuronale Netze. Das ist eine wichtige Konsequenz aus diesem ursprünglichen Startmissverständnis könnte man beinahe sagen zu dem XOR-Problem. Also dazwischen gab es schon mal mehrlagige Netze, aber das ist eine der Schlüsselarbeiten, die das auf das Niveau gebracht hat, mit dem wir jetzt arbeiten. Sehr kurz später, Sie sehen, dass die Einschläge immer enger werden, damit man so ein Gefühl hat, entsteht eine der wichtigsten und die wichtigste Startarbeit zu den Convolutional Networks, die Sie auch noch kennenlernen werden. Das ist alles im letzten Jahrhundert, damit wir uns darüber klar werden. Natürlich konnte man mit diesen CNNs damals nicht das tun, was wir heute tun können, weder was das Lernen angeht, noch Datenmengen, noch Rechenleistung, aber da liegt quasi immer der Startschuss, ne? Ich wiederhole mich, aber schadet ja nichts. Support Vector Machines gehören zu einem sehr wichtigen, total coolen Thema und wir machen es leider trotzdem nicht. Es passt einfach nicht rein. Dann haben Sie hier den DB-Scan, das ist wieder ein Cluster-Algorithmus, 96. Den machen wir. Dann gibt es eine wichtige Arbeit, die hätte ich fast übersehen, zum Experience Replay. Das ist ganz wichtig fürs Reinforcement Learning. Nicht in der Bachelor-Veranstaltung, aber später.
sehr, sehr wichtig, wenn man nach vorne guckt und sagt, wie heute gelernt wird. Dann gibt es auch das hier übrigens mit einer Forschungsgruppe aus Deutschland, eine sehr wichtige spezielle Klasse von rückbezüglichen Netzen, LSTMs. Den Random Forest haben Sie schon kennengelernt, eines der Verfahren für strukturierte Daten. Und um ein Gefühl zu bekommen, in den 90ern reden wir davon, dass ein i686 als Architektur langsam für uns alle zugänglich wurde. Das ist immer noch weit hinter dem, mit dem Sie jetzt normalerweise sogar auf einem Notebook oder so arbeiten. Aber das war halt ein richtiger PC und wir waren jetzt auch nicht mehr bei 64K und wir können ganz andere Sachen machen. Der hätte eigentlich ein ganz kleines Stückchen weiter darüber gedurft, aber da war kein Platz mehr. Tun Sie ihn irgendwo geistig in die 90er. Dann haben Sie 2014, hier wäre ich noch viel mehr gewesen, aber sonst hätte ich so eine nicht-lineare Zeitleiste gebraucht. Und dann muss ich noch häufiger sagen, das machen wir nicht, das ist auch nicht schön. Waren die GAN-Netze als Startschuss? Das sind unüberwachte Verfahren zum Erzeugen von Material, ohne dass ich zu sehr auf Details eingehe. Das ist, wenn Sie bei irgendwo gucken und jemand sagt, er hat gelernt, künstlich menschliche Gesichter zu erschaffen. Das geht wahrscheinlich in die Richtung. Und hier war 2015, das mache ich in einem anderen Kurs, wenn Sie in dem teilnehmen, irgendwann ein Startschuss für das, was heute als Deep Reinforcement Learning bezeichnet wird. Große Paper mit großem Aufsehen. Ein Algorithmus hat gelernt, eine ganze Reihe von Atari-Spielen zu beherrschen mit einer Technologie. Auch da muss man sagen, man steht immer auf den Füßen von Riesen, denn dieser Ansatz hat neben der wahnsinnigen Rechnerleistung, die wir jetzt mittlerweile als Paralleleinheiten aus GPUs ziehen, nicht, dass die CPUs jetzt nicht noch besser geworden wären, sehr stark auf Arbeiten von den 90ern aufgebaut, nämlich sowas wie Experience Replay. Und etwas später ein Algorithmus, der mittlerweile häufig den Random Forest noch schlägt, XGB Boost, ein Beispiel für Boosting-Verfahren. Vielleicht schaffen wir es als Ausblick dahin, weiß ich nicht. Aber so, das mal so als Timeline. So, und wir arbeiten uns heute so ein bisschen vor, irgendwo bis kurz vor den Winter. Und in der Vorlesung kommen wir an fast allen Dingen mal vorbei. Nur damit man ein Gefühl hat, und ich habe jetzt nicht nur die neuronalen Netze eintragen wollen, weil Machine Learning sind nicht nur neuronale Netze. Es ist ein Teil davon. Für manche Dinge sind die total cool und hilfreich, und für manche Sachen sollte man halt ein anderes Werkzeug nehmen. Also immer einen großen Werkzeugkasten bereithalten. Gut, fangen wir also an mit den neuronalen Netzen und damit beginnen wir mit dem kleinsten Baustein eines neuronalen Netzes, nämlich einem einzelnen Neuron. Vielleicht kann man zuerst da anfangen, wo es weich ist, nach dem Motto, wie ist denn die Analogie zu der Idee von einer Nervenzelle? Nun, vereinfacht gesagt, kann man ja sagen, da gibt es eine Nervenzelle. An die docken verschiedene Verbindungen an. Das ist ja eine chemische Verbindung, das kann man ruhig. Jeder Mediziner kriegt wahrscheinlich jetzt eine Krise und jeder Biologe bei meiner Zeichnung. Und hier werden Botenstoffe bzw. chemische Reaktionen ausgetauscht. Und wenn die einen gewissen Grenzwert überschreiten, feuert diese Zelle selber und leitet ein Signal weiter. Typischerweise sind die natürlich nicht so angeordnet, aber dann passt es besser auf das Bild. Das heißt, Input von hier, Überschreiten eines Grenzwertes, Feuer. Das ist ein chemischer Prozess. Also ohne, dass wir ins Detail gehen. Das bedeutet, das ist eigentlich kein 0-1-Ding. Das ist eine der ersten Sachen, die halt zur Vereinfachung beigetragen haben. Aber es ist quasi das Anlegen eines Potentials und das Weiterleiten eines Signals oder eines Impulses. So. Mathematisch läuft das so: Wir haben hier die eingehenden Signale, könnte man sagen. In unserem Fall sind das natürlich Merkmale. Aber na, wir haben ja schon Kontext mit den anderen Verfahren. Das sind also die Merkmale x1 bis x3, aber wenn wir hinterher andere Sachen haben, sind es vielleicht schon keine Merkmale mehr. Also sagen wir mal, es sind Inputs. Die kommen rein
Und die sind nicht alle gleich wichtig. Deshalb gibt es Gewichte. Mathematisch werden wir sehen, hier drüben, schon in der Formel, dieser Input wird mit dem Gewicht multipliziert. Höheres Gewicht, irgendwie logisch, wichtiger. Dieser Eingang wird mit einem anderen Gewicht multipliziert. Wenn das niedriger ist, geht er kleiner ein. Dann werden alle aufsummiert. Das hat das Summenzeichen, ne? Also alle Gewichte multipliziert mit den Inputs oder alle Inputs mit den Gewichten, Gott sei Dank ist das ja kommutativ, werden aufaddiert. Es wird eine Summe gebildet. Diese Summe können Sie, dieser Fettdruck soll ein bisschen auf Vektoren hinweisen, sich natürlich auch vorstellen wie ein Produkt zwischen zwei Vektoren. Also x1 bis xn, w1. Wer sich jetzt fragt, warum die Dinger w heißen, liegt wieder am Englischen. Wages. So. Und dann ist das natürlich x1, w1 plus da 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 da, wn, na gut, didaktisch falsch rum, xn, aber ich wische es eh sofort wieder weg. Also ein Produkt von zwei Vektoren. Okay, cool. Kann man also kompakter schreiben. Das Ergebnis ist aber eine Zahl. Was auch immer. Diese Zahl nennen wir h an der Stelle. Ist nicht super wichtig, wie wir die nennen, aber irgendeinen Namen braucht das Kind ja. So, wenn h oberhalb eines Schwellwertes liegt, das ist halt eben diese Analogie, dann soll unser Neuron feuern. Dieser Schwellwert wird als Aktivierungsfunktion bezeichnet. Also der Name kommt daher, wann wird das Neuron aktiviert, wann tut es etwas? Diese Aktivierungsfunktion bezeichnen wir jetzt mal mit G. Und wir haben hier so eine binäre Sache, also fire and forget. Entweder es feuert oder es feuert nicht, es ist 0 oder 1. Wenn h kleiner gleich 0 ist, tut es nichts. Ich besorge jetzt mal eine andere Farbe, sonst sieht das bei einer 0-Sache keiner. Nichts, 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 nichts. Oh, ich bin auf einmal oberhalb von der 0, Feuer. 1. So, nichts anderes tut aktuell diese Aktivierungsfunktion G. Abhängig von H, was die Summe der eingehenden Inputs multipliziert mit Gewichten ist, feuern. Und wir haben vorhin schon in dieser Übersicht gesehen, diese Gewichte werden sehr, sehr wichtig. Gut, dann haben wir schon mal so ein erstes Element zusammen und das ganze Ding ist unser Neuron und der Output, den haben wir jetzt hier mit Y Dach bezeichnet. Gut, mal schauen, wie es weitergeht. Nun, wir wollen sicherlich diese Neuronen vernetzen. Ein einzelnes Neuron ist noch nicht so spannend. Wenn wir ein Neuron so darstellen würden wie hier auf der Folie, dann würde das in der Darstellung ganz schrecklich werden. Das ist ja ein Neuron. Wir haben also quasi ein bisschen reingezoomt. Also zoomen wir jetzt mal raus. Im Prinzip, ups, rauszoomen, kann man erstmal sagen, okay, wir schreiben diese Gewichte an die Verbindungen. Das ist nämlich später der Standard. Das heißt, die Inputwerte kommen rein, das sind die kleinen Bubbelblasen und werden mit den Gewichten multipliziert. Mathematisch tut sich nichts, ich habe nur die Darstellung verändert. Und jetzt habe ich ja gesagt, das ist zu kompliziert, das so zu lassen. Also müssen wir mit dieser Darstellung noch was machen. Die schieben wir zusammen. Das heißt, die Summierung und die Aktivierungsfunktion kommen in eine Darstellung. Das Ding nennen wir Neuron. Und ich habe jetzt hier das Summenzeichen und die Aktivierung noch angedeutet in diesem Kreis. Das tut man aber auch nicht. Auch das wird zu kompliziert, sondern man hat nur noch einen Kuller und ist das einfach ein Neuron und man weiß, hier drinnen wird aufsummiert, alles was reinkommt eben. Und hier drinnen wird das, was aufsummiert reingekommen ist, in eine wie auch immer geartete, da gibt es nämlich Möglichkeiten, Aktivierungsfunktion eingespeist. So sieht es grob aus. Okay. So, mathematisch haben wir eigentlich ein sehr einfaches Gebilde und da können wir am besten ableiten, was so ein einzelnes Neuron eigentlich kann. Wir haben ja schon gesehen, im Prinzip haben wir hier ein Skalarprodukt bestehend aus den Inputs, das ist halt x, schon in Anlehnung gewählt an wahrscheinlich Merkmale, wenigstens in der vordersten Schicht, die wir später sehen werden, und Gewichten. So.
Und wir haben vorhin gesehen, diese Funktion, die auch Heaviside Function genannt wird, feuert aktuell, wenn h größer als 0 ist. Dann wird halt aus g auf einmal von g schaltet von 0 auf 1. So, was passiert jetzt, wenn wir eben nicht genau bei 0 springen wollen? Es kann ja Anwendungsfälle geben, wo das nicht gewünscht ist. Und auch bei der Analogie zu dem Neuron im Gehirn ist es ja nicht unbedingt so, dass jedes Neuron den gleichen Schwellwert hat, an dem es aktiviert wird. Nun, dann können wir einen Schwellwert festlegen. Der ist hier jetzt mit Theta versehen. Und man muss Theta addieren, um diese Funktion zu shiften, also weg von 0, in welche Richtung auch immer. Dann addieren Sie halt ein Theta hinzu, das ist der Schwellwert. Dann feuert g halt zum Beispiel nicht mehr bei 0, sondern bei vielleicht 0,5 oder, wenn Sie das lieber mögen oder eher brauchen, bei minus 0,5. Das macht dann aber, dass h plus Theta gleich 0 sein sollen. Wenn man das ausschreibt, haben Sie hier das h plus einer konstanten Theta, die Sie irgendwie gewählt haben. So, wenn Sie sich das ansehen, kennen Sie die Form irgendwoher, so ganz elementar? Ich lasse Ihnen mal ein paar Sekunden Zeit. Ich schalte mal um. Wenn es zu schnell geht, drücken Sie auf Stopp. Sie kennen das von einer Ebene. Das ist eine Ebenengleichung. Und zwar, wenn Sie es in beliebig vielen Dimensionen haben, sagt man manchmal auch Hyperebene. So, und was tut das Theta? Theta verschiebt die Hyperebene aus dem Ursprung. Dann male ich mal hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Der Begriff Hyperebene verallgemeinert das Konzept Ebene. Das heißt, eine Gerade ist auch eine Hyperebene. So, wenn Sie normalerweise sowas haben wie mx plus b, das kennen Sie ja, also das ist jetzt elementarste Schulmathe. So, mx plus b, ne? Das passt nicht ganz in unsere Art, das zu schreiben. Also schreiben wir einfach w1 x1 plus b. Es gibt halt nur ein Input und ein Gewicht, das kennen Sie in der Schule unter m, plus b. Mit b gleich 0 können Sie eine Gerade mit unterschiedlicher Steigung w1 durch den Nullpunkt schieben. Und erst das b erlaubt es Ihnen, alle möglichen Geraden zu formulieren und es aus dem Nullpunkt wegzuverschieben. Das nur so als Erinnerung. Und natürlich in zig Dimensionen jetzt. So, Hyperebene wird also aus Ursprung verschoben. Die Aktivierungsfunktion wird dann für alle Werte auf der einen Seite der Hyperebene den Wert 1 haben, auf der anderen 0. Bedeutet, wir haben unsere Hyperebene. Hier ist es eine Gerade geworden. Wenn ich jetzt rot nehme, sieht es keiner. Also nehme ich eine andere Farbe. Blau kommt in der Skizze nicht vor, ich hoffe. Nehmen wir ein dickes Blau, okay? Gut. Wenn ich nicht, nur das ein Farbwahl im Grenzbereich. Also das hier ist unsere Hyperebene. Ich zeichne das nur nach, damit klar wird, worüber wir reden. So, und jetzt ist aber die Hyperebene, kriegt in vielen Aufgaben den Job einer Trennstelle, wie eine Mauer. Und diese Hyperebene hat nun mal die Angewohnheit, dass sie auf der einen Seite den Wert größer 1, also größer 0, Entschuldigung, hat. Und auf der anderen kleiner 0. Also größer 0, kleiner 0. So, und aus größer 0, kleiner 0 macht ja unsere Aktivierungsfunktion brutal 0 und 1. Mit diesen 0 und 1 können Sie jetzt zwei Gruppen unterscheiden, nämlich die Gruppe der roten Poppels, Kreise, und die Gruppe der grauen Poppels. Bei der Gruppe der roten Poppels gilt größer 0, also feuern wir und es wird eine 1. Das heißt, wir haben vorher die roten mit dem Label 1 versehen für eine Klassifikation
Und hier drüben haben wir die grauen, die haben wir mit dem Label 0 versehen. Hier ist der Wert von h plus unserer Verschiebung, unserem Schwellwert Theta, kleiner 0. Also macht daraus die Aktivierungsfunktion eine 0. Alle Werte auf dieser Seite sind 0, gehören zur anderen Gruppe. Wenn man sowas machen kann, also zwei Gruppen mit einer Hyperebene trennen, dann sagt man, dass zwei Mengen, das sind ja zwei Mengen, das eine ist die Menge der roten Kreise und das andere ist die Menge der grauen Kreise, linear separierbar sind. Die sind deshalb linear separierbar, weil ich sie ja durch eine lineare Funktion trennen kann. Wer genau aufgepasst hat in der linearen Algebra, weiß, das ist mal wieder eine Verkürzung. Eigentlich ist das Ding natürlich affin, denn wir haben es aus dem Nullpunkt rausgeschoben, aber man sagt linear separierbar. Also, wichtiges Wort, wichtiges Konzept. Linear separierbar, man bezeichnet Mengen M1 und M2 als linear separierbar, wenn eine Hyperebene existiert, die diese beiden Mengen trennt. In unserem Fall eine Gerade. Wichtiges Konzept, weil mit linear separierbaren Sachen kann man unglaublich schön arbeiten, leider kriegt man die nicht sehr oft. Und bei den Support Vector Machines macht man zum Beispiel einen schönen Trick, um Dinge dann doch noch linear separierbar zu bekommen. Nehmen wir mal ein Beispiel, um uns das besser klarzumachen. Und zwar ein Beispiel, was ich total lustig finde, was deshalb auch häufig in den Übungsaufgaben vorkommt. Unterscheidung von Autos in Kleinstwagen, Kleinwagen, Mittelklasse und obere Mittelklasse. Das hat mich deshalb immer so fasziniert, weil ich es nie selber hingekriegt habe zu Fuß. Also habe ich meinen Computer drauf angesetzt. Das ist die Geschichte, erzähle ich immer wieder. Und wir sehen hier diese vier Gruppen. Und um das ein bisschen übersichtlicher zu machen, sind nur jeweils 10 Modelle von jeder Gruppe eingetragen. Und noch nur zwei Merkmale, damit wir gut malen können. Nämlich Kaufpreis, das scheint irgendwie wichtig zu sein. Der bewegt sich in ziemlich abgedrehten Dimensionen. Also beachten Sie hier die Skalierung. Und die Leistung in kW, also nicht in PS, weil wir sind ja SI-konform. So, und jetzt geht es darum, wir wollen diese Gruppen trennen. Nun haben wir ja nur darüber gesprochen, wie man zwei Gruppen trennt. Das sind ja vier. Also machen wir es uns erstmal ein bisschen leichter und sagen, okay, wir fassen diese beiden zusammen und wir fassen diese beiden zusammen. Dann haben wir zwei Gruppen. Damit können wir sicherlich einfacher arbeiten. Ich sollte mir jetzt mal einen kleineren Stift besorgen. Okay. Also, das klappt. Sie können Strich ziehen. Wir werden das jetzt auch ausdrucken können und selber probieren. Und die beiden Gruppen trennen. Also hier ist die Gruppe 1, das hat fehlerfrei funktioniert. Und hier ist die Gruppe 2. Man kann quasi auf diesem Bild sagen, linear separierbar sind die Mengen, wenn Sie sich ein Lineal nehmen können und einen Bleistift, einen Strich ziehen und auf der einen Seite ist nur die Menge a und auf der anderen Seite ist nur die Menge b. Dass das nicht selbstverständlich ist, sollte klar sein. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten gesagt, wir wollen hier die teuerste Autoklasse faktisch trennen. Das ist nicht der einzige Grund, denn Sie sehen ja hier zwei von denen. Nicht, dass die billig werden, aber ganz so einfach ist das nicht. Die haben sich da ein bisschen zu weit nach links gemogelt, als dass wir die leicht durch eine einfache Linie trennen könnten. Das heißt also, diese Menge der oberen Mittelklasse, die wäre nicht ohne weiteres linear separierbar. Lineare Separierbarkeit ist also nichts Selbstverständliches, sondern was Besonderes, wie vorhin schon angemerkt. Und wir müssen im Allgemeinen, können wir nicht davon ausgehen, dass alle Dinge linear separierbar sind. Vielleicht kann man aber Probleme immer in Teilprobleme zerlegen, die linear separierbar sind. Leider nicht, aber das ist so ein Punkt, um den es bei dieser. Ah, Sie werden es noch sehen. Ich will jetzt aber nicht zu weit vorgreifen, also erweitern wir erstmal diese Konstruktion mit dem einen Neuron ein bisschen. Augenscheinlich wird damit nicht alles gehen und wir müssen ein bisschen erweitern. Der nächste Schritt wird auch noch nicht alle Probleme lösen, aber wir kommen der Sache näher. Der nächste Schritt ist das sogenannte einlagige Perzeptron. Das besteht jetzt aus mehreren Neuronen. Hier ist ein Neuron 1, das ist ein Neuron 2. Und wenn wir das so benutzen und hier drinnen das Theta nicht lernen, nehmen wir an, hier gäbe es jetzt so ein
Theta 1 und hier gäbe es ein Theta 2. Die müssten wir lernen oder festlegen, vorher per Hand. Eigentlich müssten wir dann entweder sehr weit voraussehen oder dauernd per Hand, also es klingt nicht nach einem guten Plan. Man könnte das Perzeptron so trainieren, dass das Theta wirklich im Neuron ist. Das hat sich aber nicht sehr bewährt. Was man stattdessen macht, ist, man verschiebt das in diesen Input und multipliziert es mit einem Inputwert von 1. Das heißt, dieser Wert ist immer 1, kann nicht verändert werden. Und durch diese Installation in die erste Schicht, in die Input-Schicht, wird alles in der Darstellung etwas vereinheitlicht. Faktisch ist es aber immer noch eine Hyperebene, die verschoben ist. Also genau das, was Sie hier auch vorher gesehen haben. Multiplikation Wx plus Theta. Und jetzt haben wir es aber so, dass statt dieser Form, wo der Schwellwert eine Sonderrolle eingenommen hat, blähen wir diese Matrix ein bisschen auf. Das hier ist das, was Sie vorher schon immer unter Gewichten versehen haben. Und das hier ist jetzt unser Ersatz für die Thetas. Das heißt, wir lernen das Verschieben aus dem Ursprung genauso mit wie die Gewichte demnächst und können uns einfach auf Matrix-Vektor-Multiplikationen zurückziehen, was die ganze Sache wesentlich leichter macht, jedenfalls in der Darstellung. Aber beide Darstellungen sind völlig gleichwertig. Also hier steht in beiden Fällen dasselbe. Aber man kann sich vorstellen, dass das hier ein einfacherer Zugang ist, als das Theta hier drin zu lassen. Okay. Im Prinzip ist das also ein Verschiebeneuron. Und dieses Verschiebeneuron hat einen eigenen Namen, nämlich Bias-Neuron. Bias-Neuron wird eben dieser Konstante 1 hier bezeichnet. Damit übernimmt jetzt das Gewicht W13 nun die Rolle von Theta 1. Warum hat das Teil übrigens zwei Indizes, also W13? Wir werden halt hinterher merken, es läuft alles auf Tensoren hinaus, also Matrizen bzw. Matrizen mit noch einer Dimension mehr, das nennt man dann verallgemeinert auch Tensor. Tensor ist halt ein allgemeines Konzept, also eine Matrix ist auch ein Tensor. Aber nicht jeder Tensor ist eine Matrix. Und damit haben wir es ein bisschen leichter. So, wir nehmen nicht den Fall, den ich hier skizziert habe. Der ist ein bisschen allgemeiner. Da sehen Sie schon, dass man zwei Ausgabewerte lernen kann. Sondern wir bleiben erstmal dabei, nur einen Ausgabewert zu lernen. Nämlich zum Beispiel die Zuordnung zu einer Klasse. 0 oder 1 an der Stelle für unsere PKWs. So, in diesem Fall ist es eigentlich eine der langweiligsten Matrizen der Welt, nämlich ein Vektor. Und da könnten wir auch die Indizes weglassen. Also wir könnten einen Index weglassen, also wir könnten W1, W2, W3 einfach nur schreiben. Und jetzt geht es darum, dieses Netzwerk zu trainieren, weil wir wollen ja nicht in dieser historischen Darstellung anfangen, das per Hand zu schrauben. Und wir machen das mit der ältesten und einfachsten Lernregel, der sogenannten Hebbschen Lernregel. Wir lernen hinterher noch die Backpropagation und so kennen, aber wir beginnen historisch durch. Hebbsche Lernregel. Gut. Grundlage dieser Lernregel ist zunächst den Unterschied zwischen dem gewünschten Wert, y-Hut eines Trainingswertes, und dem beobachteten Output zu nehmen. Um dahin zurückzukommen, wo wir am Anfang waren, warten Sie mal kurz, ich schalte mal ganz schnell durch. So, hier ist der Trainingswert, den die gelernte Funktion, das gelernte Modell haben soll, 1. Aber unser Output y-Hut ist vielleicht eben noch nicht 1, sondern irgendwas anderes. Und das ist dann halt der Fehler. Und den wollen wir natürlich klein kriegen. So, also dann haben wir hier unseren Output, unseren Trainingswert und die Differenz ist der Fehler. So, die Grundidee ist nun, falls y-Hut größer ist als y, sollten wir die Gewichte vergrößern
und im anderen Fall halt verkleinern. Dabei sollten die Gewichte, die einen großen Einfluss haben auf die Aussage, gehörst du zu Gruppe 1 oder Gruppe 2, stärker verändert werden als die Gewichte, die kaum einen Einfluss haben. Denn die haben ja auch nicht so viel falsch gemacht. Aus dieser Grundidee ergeben sich die folgenden Zuweisungen für die Anpassung der Gewichte. Also, die Änderung des Gewichts, das markiert man dann mit so einem Delta, ne? Delta ist also, ich ändere etwas. Das ist dieses Dreieck mit einem leichten Zusatzaufstrich. Delta WJ ist gleich der Fehler, der aufgetreten ist, mal dem Input. Also je größer dieser Input war, desto stärker wird W geändert. Geht hier auf diese Sache zurück, dass wir das einbeziehen wollen, wie stark, wie deutlich der Input an der Stelle war. Gut, und das ist einfach nur eine Update-Regel. Also WJ ist gleich dem alten WJ plus der Änderung von WJ. Irgendwie logisch. Pseudocode-mäßig ist das nicht besonders schwierig. Das Problem ist, dass dieses erste Lernverfahren, wenn Sie das umsetzen werden, wenn Sie sehen, das springt sehr stark, das ist nicht sehr stabil und auch die Konvergenz ist noch nicht sehr schön. Um das ein bisschen abzumildern, bauen wir eine Lernrate ein. Die Lernrate wird mit einem Wert angegeben zwischen 0 und 1, wobei 0 nicht gewählt werden sollte, denn das bedeutet, wir lernen nicht. Sie kennen solche Lernraten schon von dem Newton-Verfahren, was Sie irgendwann in Mathe hatten. Beim Newton-Verfahren haben sie so etwas Ähnliches benutzt, um die Schrittweite zu regulieren, damit es nicht zu dem Affen-Ping-Pong kam, wo ein Wert bei fast verschwindendem Ableitungswert ganz weit in den Rand gekatapultiert worden ist. Ich erinnere noch mal kurz daran. Im Newton-Verfahren ging es ja darum, eine Nullstelle zu finden. Im optimalen Fall linearisieren sie. Schneiden mit der Achse, linearisieren weiter und wir sehen, wir nähern uns dieser gesuchten Nullstelle. Das ist das, was man gerne hätte. Und haben wir aber abschreckend festgestellt in Mathe, dass das manchmal nicht so gut funktioniert. Wenn eine Funktion so ein bisschen aussieht wie zum Beispiel so ein Arcus-Tangens und sie an einer nicht günstigen Stelle, zum Beispiel hier, die Tangente anlegen, dann ist die fast parallel zur x-Achse und sie landen irgendwo da ganz hinten und das wird nicht besser, weil sie dann noch paralleler zur x-Achse sind und sie landen irgendwo da draußen, wo ich nicht mehr zeichnen kann. Und der Effekt ist, dass sie leider nie hier ankommen werden. Dann haben wir festgestellt, es ist eine ganz gute Idee, eben nicht ganz so weit in diese Richtung zu laufen, sondern einen Dämpfungsfaktor einzubauen, zum Beispiel 0,1, der die Konvergenz verbessert. Alles zur Erinnerung an damals und quasi das Gleiche, denn wir machen wieder Optimierungsverfahren. Ich sage ja immer, den Teil von Mathe, den Sie brauchen, das sind drei Dinge: ein bisschen Statistik, ein bisschen Optimierungsverfahren und ein bisschen Approximationstheorie. Das sind die Sachen, die am meisten beim Machine Learning auftauchen. Und jetzt sind wir bei der Optimierung, denn wir suchen ja eine Lösung für ein Gleichungssystem faktisch. So. Das tun wir auf Basis einer Menge D, die besteht aus den Trainingsdaten. Das heißt, ich weiß, ein X soll reinkommen, unsere Merkmale, und ein Y-Wert soll rauskommen. Zur Erinnerung, vorhin rote Poppels, graue Poppels. Davon habe ich eine ganze Menge. Das macht meine Menge D von allen Beispielen aus. Irgendwie müssen wir anfangen. Wenn die Gewichte am Anfang alle 0 wären, könnten wir nichts lernen. Wir würden mit 0 multiplizieren, alle unsere Multiplikationen würden wieder 0 ergeben, das wäre ganz schrecklich. Wenn alle Ws mit dem gleichen Wert anfangen würden, also wir würden alle zum Beispiel bei 0,1 starten lassen, wäre das auch schrecklich, denn wir wollen ja herausfinden, welches Gewicht und welche Verbindung hat den größten Anteil an dem Fehler, der jetzt passiert. Wenn wir die alle gleich starten lassen, fühlt sich das an, als wenn alle gleich schuld wären. Das ist ein cooler Trick, wenn man versucht, nicht schuld zu sein im echten Leben. Aber hier wollen wir ja herausfinden, wo wir zuerst drehen müssen. Also keine so gute Idee. Daher initialisieren wir sie zufällig und das bei nicht zu großem Zahlenbereich.
zu dem Thema, wie initialisiert man am besten und Strategien dafür kommen wir später nochmal. Hier jetzt als Start bleiben Sie einfach mal zwischen minus 0,5 und 0,5 und machen das zufällig. So, da die zufällig sind, die Gewichte, werden sie sicherlich nicht richtig sein. Wie sollen sie das am Start auch? Aber ist egal. Dann haben wir noch eine Zählvariable und dann geht's los. Wir zählen die Zählvariable hoch, damit wir wissen, wie lange wir das schon tun. Wir suchen uns irgendein Beispiel aus dieser Menge aus. Zum Beispiel Nummer 2 ist dran. So, dann nehmen wir Nummer 2. Berechnen für Nummer 2, was die Vorhersage unseres kleinen Baby-einlagigen Netzwerkes wäre, indem wir halt die Matrix der Gewichte auf den Input-Vektor loslassen. Hier wäre das x2, also was das zweite Beispiel ist. Und das ist halt unsere Aktivierungsfunktion. Wir kennen bis jetzt nur die Heaviside-Function, also es ist die 01, gib ihm. Und das ist der Wert, der eigentlich rauskommen sollte für unser Trainingsbeispiel. In diesem Fall gehen wir nur davon aus, sie sind meistens 0 oder 1. Dann kriegen wir einen Fehler. Der kann auch 0 sein. Hoffentlich ist er irgendwann 0. Und dann geht's los. Wir starten mit einer Schleife und laufen von 0 bis p. Aber fragen, wo kommt das p her? Zur Erinnerung. Das P war bzw. ist die Dimension unserer Gewichte. Das heißt, wir laufen alle Gewichte entlang und multiplizieren Inputwert des Beispiels D, also in unserem Fall des zweiten, und davon wiederum alle Einträge. Es könnte ja sein, dass wir x1, x2, x3 haben. Und das eben für das Beispiel Nummer 2, das ist jetzt ein Vektor, zweites Beispiel. Also, das multiplizieren wir mit dem Fehler, den wir festgestellt haben. Und um die Konvergenz zu verbessern, mit der Lernrate, die wir kleiner gleich 1 gewählt haben, aber echt größer als 0. Dadurch ergibt sich eine Änderung in den Gewichten, die wir anwenden sollten, das tun wir dann auch. Wenn wir das für alle Gewichte getan haben, gucken wir uns an, wie gut sind wir jetzt. Das hier ist eine vektorielle Schreibweise für wir jagen alle Beispiele durch die Heaviside-Function, vergleichen das mit allen Zielwerten, also Trainingsdaten, und gucken, ob der Fehler so klein ist, wie wir ihn gerne hätten. Oder alternativ, ob wir das schon seit so vielen Schritten versuchen, dass wir aufgeben wollen. Im ersten Durchgang ist das im Allgemeinen nicht der Fall und wir tun das wieder. Ja, und wenn es gut läuft, fliegen sie raus, weil der Fehler klein ist. Ein Problem, das klappt auch, also jetzt wenigstens für dieses Beispiel. Ein Problem ist, worauf wir noch eingehen werden, wenn wir so eine Technik benutzen, auch wenn wir die moderneren Techniken benutzen. Ich habe ja gesagt, diese Art des Lernens ist so zum Starten mal, historisch. Dann gibt es ein Problem. Auch wenn Mengen linear separierbar sind, sind sie das häufig nicht eindeutig. Und das ist ein Problem. Das heißt, es gibt mehrere Modelle, die dieser Ansatz an ihrer Qualität schlecht bis gar nicht, also gar nicht zu Deutsch, unterscheiden kann. Diese Linie trennt fehlerfrei die Kreuze und die Punkte. Das ist nämlich diese Autosache von vorhin als Plot in Matplotlib. Diese Linie tut das Gleiche. Wann kommt welche der beiden Linien raus? Das hängt nur hiervon ab. Zufällige Startinitialisierung. Je nachdem, wie wir das am Anfang initialisiert haben, lande ich entweder bei dieser Linie oder bei dieser. Oder bei noch einer anderen. Ja. Die Frage ist jetzt, welche wäre besser? Oder ist keine von den beiden gut? Eine Lösung liegt im Bereich der Support Vector Machines. Also die sind beide nicht so toll. Die Lösung besteht darin, also eine Lösung, dass man versucht, den Abstand zu beiden Mengen auch noch groß zu kriegen. Denn aktuell schrammt diese Linie ja in beiden Fällen ziemlich nah, zumindest an diesem Kreuz hier vorbei.
Also ich persönlich finde objektiv betrachtet das linke Modell hier noch schlechter, denn es schrammt auch noch sehr stark an dem an den beiden Kullern hier vorbei. Also die Abstände sind sehr, sehr klein und das bedeutet, wenn wir jetzt neue Daten bekommen, werden wir vermutlich feststellen, dass unser Modell fehlerhaft ist. Es gäbe noch ein anderes Kriterium, nach dem Sie die Qualität beurteilen können. Das wäre die Einfachheit. Dann wäre vielleicht diese Linie besonders toll, weil sie faktisch nur ein Merkmal brauchen, nämlich den Kaufpreis. Das ist dann im Sinne einer möglichst einfachen Modellierung natürlich vorzuziehen. Gut, das ist jetzt so der Start in die neuronalen Netze. Wir haben eine Lage und es geht direkt durch. Ich gehe nochmal zurück, damit wir sehen, wo wir stehen. Also, hier gibt es einen Input und unmittelbar, ohne dass dazwischen viel liegt, ein Output. Dazwischen liegt nur eine Matrix-Vektor-Multiplikation und die können Sie sogar eigentlich zeichnerisch hier verorten. Denn wir haben ja gesagt, das Multiplizieren und Summieren passiert hier, auch wenn ich die Ws hierhin geschrieben habe. Das heißt, hier zwischen liegt das große gar nichts. Es gibt eine direkte Verbindung zu Input und Output. Es ist eine Lage, der Output-Layer, das ist das, wo alles passiert. Wir können das aber schon trainieren, das heißt relativ betrachtet zu diesem historischen Start sind wir schon mindestens hier. Wir können Netze aufstellen, wir können sie trainieren, Parameter lernen und beim nächsten Mal reden wir darüber, warum uns das nicht reicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.